Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fitness im Herbst. Heute mit einem funktionellen Zirkel. Wir haben heute 8 Stationen, die wir immer eine Minute lang durchführen werden. Dazwischen gibt es 20 Sekunden Erholungspause. Da bitte in Bewegung bleiben, wie auch immer, lockern, auf jeden Fall weiter bewegen. Und das Ganze in 3 Durchgängen. Also ein Durchgang, noch ein Durchgang, noch ein Durchgang und dazwischen haben wir auch noch ein bisschen Pause. Bevor wir jetzt starten mit einem Warm-up, zeige ich dir die Stationen in Kurzform, damit du schon mal dich auf was einstellen kannst, damit du ungefähr weißt, was dich erwartet. Mach natürlich immer so mit, wie es für dich okay ist. Pausen sind erlaubt. Zwischendurch auf jeden Fall weiter bewegen, falls du auch eine Pause machst. Nicht ganz stehen bleiben. Und wenn du möchtest, drück jetzt auf Pause und hol dir noch ein Getränk. Ein Wasser für zwischendurch oder vorher und nachher ein Glas. Erste Station ist ein bisschen Ausdauer. Wir werden entweder gehen, 1, 2, 3, kurz halten, 1, 2 oder das Ganze laufen. Mach, wie du willst. Rhythmus ist eine wichtige koordinative Eigenschaft, sehr funktionell diese Übung eigentlich, denn jeder Schritt, jede Bewegung im Alltag ist in einem bestimmten, in deinem eigenen Rhythmus. Und wenn das wirklich rhythmisch ist, die Bewegung, dann wirkt sie jugendlich und dann ist sie auch gelenkschonend. Also Rhythmus ist wichtig. Nächste Station für unseren Po und Gleichgewicht und natürlich für den Rücken. Daumen in Richtung Decke zeigen lassen, ein Bein anziehen, aufrichten und dann gehst du mit dem Bein zurück. Daumen bleiben in Richtung Decke zeigend. Schultern drehst du aus. Becken parallel zum Boden. Du könntest tippen und tippen oder du machst es in der Luft. Eine Runde, eine Seite. Zweite Runde, zweite Seite. Dritte Runde, halb, halb. Okay? Dann hier im Sitzen kommst nach unten, kommst in ein Boot. Das heißt, du hebst die Beine, du kannst sie auch unten halten. Und nun zeichnest du, sieht man hoffentlich, eine liegende 8 mit den Armen. Wichtig ist Brustbein heben, den oberen Rand, den darfst du vom Becken ein bisschen abkippen lassen. Okay, nächste Station. Krabbeln. Das heißt, du darfst gleich unten bleiben. Nimmst deine Hände nach außen, nimmst dein Becken in die Luft und versuchst jetzt, rausziehen aus den Schultern, rechter Fuß, linke Hand, linker Fuß, rechte Hand, ein paar Schritte vor und wieder zurück zu krabbeln. Okay, nächste Station geht es nach oben, Beinkraft und zwar in die Kniebeuge, tief und in der Mitte kommst du zusammen und dann zur anderen Seite tief, Oberschenkel waagrecht. Oberkörper möglichst aufgerichtet. Der Po ist ein Aufzug. Okay? Nächste Station ist noch einmal im Vierfüßlerstand. Hände unter deine Schultern, Knie unter die Hüfte. Du hebst deine Knie ab und jetzt drehst du dich mal zu mir. Kannst den Fuß unten am Boden halten oder sogar in die Luft nehmen und wechselst. Also. Dreh dich und Mitte. Wenn du es dir vereinfachen möchtest, dann bleibst du doch einfach hier, hältst deine Knie und machst so einen kleinen Twist mit deinem Becken. Du musst dich nicht ganz drehen. Dann kommen wir in den Plank, in die Stütze. Versuche, dich hier zu halten. Weitere Variationen zeige ich dir. Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie. Zu viel, wenn es ist. Setz deine Knie ab. Okay. Und die nächste Station, kann man erkennen, ist hier. Hände hinter den Kopf, seitlich, Spannung im Bauch. Aus der Seite ziehst du dich wieder hoch. Hol dir ruhig noch ein Kissen, falls du für dein Knie ein Kissen benötigst. Und wieder hoch. Eine Runde eine Seite, zweite die zweite Seite, dritte Runde halb, halb. Los geht's. Mit einem Warm-up. Ich mache uns Musik an, richte dich auf im Brustbein und geh gleich mal am Platz. Ganz, ganz locker. Füße abrollen.
Spannung. Wir haben schon das Ende der zweiten Woche jetzt von unseren 3 Wochen. Morgen geht es dann wieder los mit Nummer 1. Genau, ganz locker. Noch 4-mal. Und jetzt tippst du nach vorne auf. Einmal tap, 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 tap. Zu dem Tap kommt ein Schulterkreis. Rechts tippt, linke Schulter. Immer wieder. Werde ruhig größer, Ellbogen. Nochmal die Schulter, 4 Stück. 4. Ellbogen. Schulter. Ellbogen. Gleich nochmal. Ellbogen. Allerletztes Mal Schulter. Ellbogen. Bleib da. Lass locker. Letzten 4 noch. 4. Noch 3. Noch 2. Und dann roll die Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse. Einfach mal abrollen, egal wo jetzt der Takt ist. Schau mal, wenn du möchtest, twiste schon ein bisschen. Beweg deine Hüftgelenke und beweg deine Wirbelsäule mit. Es reicht auch, wenn nur die Fersen hochgehen. Mitte spannen. Immer noch. Nochmal kleiner werden, abrollen. Von der Fußspitze auf die Ferse. Bist du bereit? Dann gehst du am Platz. Super. Das solltest du auch in der Zwischenzeit immer machen. Außer wir bleiben auf dem Boden, dann lockerst du dich aus. Ich mache uns den Piepser an und wir starten mit unserer Rhythmusübung. Okay? Los geht's. Okay. Du gehst 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Du darfst die Knie ruhig richtig hochziehen. Ha. 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 1 Minute lang immer. Einfrieren, wenn du hältst. Genau. Mach nur weiter. Fünf Sekunden noch. Okay, dann löst du, lockerst dich aus zwischendurch. Dann kommt unsere Standwaage. Weiter bewegen, nicht stehen bleiben. Jetzt merk dir das Bein, mit dem du startest immer. Okay? Ich nehme rechts nach oben, Daumen zur Decke. Und dann kommst du tief, ruhig dein Tempo, hoch. Muss nicht im Takt sein. Daumen drehst du mal wieder auf. Ist
darf wackeln. Dein Po ist der Muskel, der dich aufrichtet. Spürst du das? Der macht die Bewegung vom Becken nach oben. Nochmal. Sekunden noch. Ich weiß, das Bein macht sich bemerkbar, darf es auch. Okay, locker aus. Jetzt hatte ich rechts oben. Dran denken, dass du nachher die andere Seite nimmst. Bauchmuskeln. Locker dich. Komm langsam schon mal tiefer. Setz dich ins Boot. Und los geht's. Du kannst dir vorstellen, du ruderst oder paddelst. Rechts, links, neben deinem Körper. Geht auch aufgestellt, okay? Schrägen Bauchmuskeln. Bisschen noch. Puh, ich spüre den Bauch. Zehn Sekunden. Lösen, auslockern. Kannst gleich im Krabbeln bleiben. Geh schon mal an den Rand deiner Matte, schüttel dich aus. Handgelenke, Schultern, Fingerspitzen nach außen, Becken heben. Bist du bereit? Und jetzt gehst du diagonal nach vorne, rausziehen aus den Schultern und wieder zurück. Versuch mal gleichzeitig zu heben. Gleichzeitig rechts, links. Endspurt. Wenn es nicht mehr geht, kannst du unauffällig auch deinen Po mal absetzen. Okay, lockern. Hochkommen, auslockern, in Bewegung bleiben. Vor allem auch die Handgelenke, oder? Wir starten jetzt in der Mitte. Ganz enge Füße. Und rechts und links tief. Also in den Squat. Tief, Po fest. Tief, wenn du möchtest, schneller. Achte auf die Führung deiner Knie. Nochmal. Lieber langsamer machen und dafür exakte Ausführung, okay? Locken. Nächste. Noch mehr Handgelenke. Komm nach unten. Hände unter die Schultern.
raus aus den Schultern. Knie abheben. Dreh dich zu mir. Mitte. Andersrum. Und du kannst das Bein in der Luft nehmen, die Luft nehmen. Oder du lässt es am Boden, okay? Lass die Knie mal knapp über dem Boden schweben hier unten. Okay. Auslockern. Nächste Runde, Plank. Die erste Runde nur halten, bis denen das reicht. Ellbogen unter die Schulter. Eine Linie, Oberkörper, Oberschenkel. Wenn es dir zu viel ist, absetzen. Wichtig ist auch atmen. Wir haben noch ein bisschen, 40 Sekunden. Zieh dich raus aus deinen Schultern, spann dein Gesäß an. Nur noch 25 Sekunden. Jederzeit die Knie mal absetzen. Alles gut. Letzten 10 Sekunden. Es wird warm. Okay. Kann lang werden, oder? So eine Minute. Auslockern. Hinknien. Jetzt merkt ihr auch wieder, wo du bist. Ich merke mir, dass ich rechts rüber gehe, meinen linken Fuß seitlich habe. Stütze dich ruhig ab und komm dann hoch. Schultern bleiben tief und wieder seit. Hoch. Aus der Seite. Denk den dicken Gürtel rund um deine Körpermitte, den du zuziehst. 25 Sekunden noch. Ich spüre schon was. Endspurt. Okay. Komm hoch, wenn du willst, trink einen Schluck. Locker dich aus. Zweite Runde. Fleißig, ein Drittel haben wir schon. Bleib in Bewegung. Pause, Pause. Noch 5 Sekunden. Dann starten wir wieder mit 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3 und wenn du möchtest gehen, dann gehst du oder abrollen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Versuch den Rhythmus aufzugreifen. Hast du schon eine Lieblingsübung?
10 Sekunden noch. Okay. So, jetzt anderes Knie hoch. Ich hatte vorher rechts. Ich nehme jetzt links. Locker dich aus. Bereit? Ein Knie aufrichten und dann zurück. Daumen Richtung Decke. Muss nicht im Takt sein. Und du kannst wieder vorne tippen, wenn du möchtest. Gesäß macht sich bemerkbar. Okay, lockern. Bauchmuskeln. Bleiben in Bewegung. Runter. Wir gehen wieder paddeln. Und jetzt kannst du von unten beginnen. Und immer wenn du hochgehst, nimmst du ein Bein weg. Und versuch mal ruhig, richtig große Bewegung zu machen. Schrägen Bauchmuskeln. Fünf Sekunden. Okay, den Rücken entspannen. Was kommt? Krabbeln, genau. An den Rand deiner Matte kommen. Raus aus den Schultern. Hochdrücken. Und dann kannst du ruhig mal versuchen, auch ein bisschen schneller jetzt zu krabbeln als vorher. Hin, hin, hin. Nochmal. Möglichst gleichmäßig bewegen. Alles noch gut? Wenn es nicht mehr geht, Pause. Wir haben nur noch gleich 10 Sekunden. Okay. Hochkommen. Auslockern. Squat. Geschlossen, schütteln, wir gehen tief, bleib da, tief, 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 jetzt links, tief, tief, genau, Po fest. Po fest.
Nochmal. Schaffst du die letzten 10 Sekunden? Puh. Okay, locker. Oh, unsere Lieblingsübung. Auf den Händen locker aus. Hände unter die Schultern. Okay, Knie abheben. Und los geht's. Drehen. Oder in der Luft. Sekunden noch. Lieblingsübung. Locker. Plank. Auf die Ellbogen. Locker aus. Bist du bereit? Komm nach vorne, in den Stütz, Oberkörper, Oberschenkel in einer Linie, Beine etwas mehr in die Grätsche und jetzt nimmst du rechts und links die Knie nach unten. Wenn es nicht geht, komm von unten nach oben. Ja, dann streckst du einmal rechts, einmal links. Halte durch. Wir haben gleich schon 2/3 geschafft. Nur noch 20 Sekunden. Bereit? Endspurt. Okay. Hast du dir die Seite gemerkt? Sehr gut. Locker aus. Ich war vorher da im Kopf. Muss jetzt hier hin. Eine Linie. Bauch fest. Und los geht's. Senkrechte. Und zur Seite. Seitlichen Rumpfmuskeln. Und dann haben wir schon 2/3 geschafft. So, eine halbe Minute haben wir schon. Sekunden. Lösen, trinken, wenn du möchtest. Locker dich aus. Etwas längere Pause wieder. Und dann starten wir wieder mit dem 1, 2, 3. Bleib bitte in Bewegung, nicht stehen bleiben. Genau, auch wenn du trinkst, beweg dich dann wieder weiter. Bei mir ist es warm.
Okay, und los geht's. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und jetzt kannst du mal ein bisschen höher werden. Drittes und letztes Mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau. Geht noch. Zwanzig Sekunden noch. Mach nur weiter. Okay. Bleib in Bewegung. Wir haben wieder unseren Einbeinstand und jetzt 30 Sekunden rechts, 30 Sekunden links. Okay? Und los geht's. Daumen zur Decke und wieder nach vorne. Wow. Atmen. Einmal noch. Und wechseln. Anderes Bein. Es darf immer wackeln. Machst es in deinem Tempo. Das ist wieder meine bessere Seite. Geht noch. Okay, lockern. Bauchmuskeln. Locker aus, locker aus. Komm tiefer. Brustbein aufrichten, Schultern zurück. Jetzt noch einmal beide Beine hoch und rechts, links durchtauchen. Ein bisschen schneller jetzt. Wenn es gar nicht geht, stellst du die Füße auf. Nur noch eine halbe Minute die Übung. Letztes Mal heute. Zehn Sekunden noch. Okay, kurz zurück, den Rücken rund werden lassen, dann krabbeln wir eine Runde. Wieder an den Rand der Matte. Wenn du möchtest, lässt du deinen Po unten. Vielleicht möchtest du es noch einmal letztes Mal versuchen. Rechts, diagonal und wechseln. Das Schöne ist, dass du vielleicht jedes Mal merkst, dass es dir ein bisschen leichter fällt, oder? Deshalb bleibe ruhig bei der Bewegung. Hast du es gleich geschafft?
Hochkommen. Auslockern. Unsere Kniebeuge. Machen wir wieder dreimal unten, Mitte. Okay? Okay. Eins, zwei, drei, wenn du willst. Hopp, hopp. Eins, zwei, drei. Hopp, hopp. Nur wenn du willst, sonst. Hier. Wenn die Oberschenkel nicht warm werden, dann schreib einen Kommentar. Okay. Doch, gell? So, und die letzte Runde machen wir etwas einfacher bei der Übung. Du darfst nur mit den Knien twisten. Die einfache Version machen, okay? Komm runter. Es geht auch auf den Ellbogen. Hände unter die Schultern. Knie heben. Und jetzt da. Rechtstipp, Linkstipp. Rechtstipp, Linkstipp. Genau. Wenn es nicht mehr geht, machst du Pause und steigst dann einfach wieder ein. 25 Sekunden. Komm, komm, komm. Sind schneller. 10. 9, 8, 7, 6, 5. Locker. Plank. Letzte Runde, letzte gemeine Runde. Nach vorne, raus aus den Schultern, kannst die Hände auch schließen. Und entweder gehst du wieder mit beiden Knien nacheinander oder gleichzeitig tief und hoch. Atme nicht vergessen oder du hältst. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Dreizehn, zwölf, elf, zehn Sekunden. Auslockern. So, Knie, halbe Minute, eine Seite, halbe Minute, die andere Seite. Spannung, wir gehen hoch und tief. Mal Seite wechseln. Genau.
richtiges Bauchspannen. Am besten ausatmen beim Hochgehen. Okay, lockern. Komm nach oben, locker aus. Geschafft. Noch bei 20 Sekunden Pause. Okay. Mach nur einen Schritt nach rechts, nach links. Weißt, dein Puls ein bisschen nach unten. Ich hoffe, dir ist auch warm geworden. Rück, kleine, schnelle. Zwei Schritte. Einen. Beweg dich einfach so, wie du jetzt Lust hast. Lass locker. Morgen gibt es einen Fettburner. Also wieder Kraftausdauer-Mix. Mach mal langsam. Schau mal. Abrollen. Verlage dein Körpergewicht. Rechts. Links. Bleib in der Mitte, tauche ein mit dem Brustbein und roll dich ganz langsam wieder hoch. Tauch noch mal ein. Sehr schön. Hochrollen. Dreh dich nach rechts. Abheben die Ferse. Komm tief. Bleib da. Ganz sanft federn. Wieder nach vorne kommen, Fußspitzen anziehen, gerade Rücken nach vorne, streck mal ruhig das Knie und komm ein Stück tiefer. Aufrollen, verlagern. Bleib, dreh dich, ganz sanft federn. Knie über der Ferse. Halten, nach vorne, gerade Rücken. Schultern zurückziehen. Bleib so. Komm vielleicht noch eine Etage tiefer. Vielleicht noch eine Etage tiefer. Ganz langsam aufrollen. Einatmen, langziehen. Ein. Bleib da, rechtes Bein kreuzt, zieh dich ganz weit nach links. Nochmal so richtig die Seite aufdehnen, die hat es verdient heute. Versprochen. Wieder lösen.
Und nochmal einatmen. Wechseln. Ziehen. Ganz weit nach rechts. Ganze linke Körperhälfte aufdehnen. Wieder lösen, lockern, Handgelenke, einfach lockern, die Finger verschränken. Hände hinten fassen, Brustbein heben, Schultern zurückziehen. Ich freue mich, wenn du unten gefällt mir drückst oder einen netten Kommentar hinterlässt. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meine Arbeit wertschätzt. Der Link ist auch unter dem Video bei mehr Ansehen. Klicke drauf, dann macht sich eine Seite auf und oben steht gleich Steady, deine Unterstützung. Da kannst du mich wertschätzen, wenn du möchtest. Vielen Dank. Ich freue mich auch, wenn du so dabei bist. Klar, lass mal locker. Atme ein, streck dich. Atme aus, locker aus. Ein letztes Mal ein, strecken. Ausatmen, auslockern. Vielen Dank fürs Mitschwitzen. Sehr gut. Wie schon erwähnt, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Immer gerne unten kommentieren. Die anderen interessiert es bestimmt auch, die mitmachen, wie es dir so gefallen hat. Wenn du Lust hast, sei natürlich ganz einfach morgen wieder dabei. Morgen gibt es einen Fatburner. Tag 1 unserer dritten Woche sozusagen. Wenn du Lust hast, teil die ganze Challenge, die übrigens hier bei dem Infopunkt oben nochmal ist. Also wenn du auf den Infopunkt gehst, siehst du alle 21 Tage. Und du kannst natürlich auch das ein oder andere Workout herausziehen oder du machst wirklich die ganze Reihe hintereinander. Mit Tagpause, ohne Tagpause, wie auch immer du dich fühlst. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Vielleicht auch noch Freunde einlädst oder ganz einfach bis morgen.